Wir machen erstmal Techno für Martin Spahn. Komm. Drop the bass, drop the bass, komm. Drop the bass. Kick it! Ja! Am Körper kein Haar, er war schon mal da. Wir glauben, er mag uns hart. Er ist wiedergekommen, wir sind ganz benommen. Hier ist für euch Markus Barth! Dankeschön. Ah. Ist das schön, mal wieder zu sein. Ich war gerade in Thailand tatsächlich. Und das Lustige war, immer wenn ich einem Thailänder erzählt habe, dass ich aus Deutschland komme, kam immer dieselbe Reaktion. Habe ich mir angeguckt und gesagt so, oh, Germany, the Scorpions. Leute, was ist da denn bitte schiefgelaufen? Entschuldigung, können wir bitte alle wieder auf die Nazis angesprochen werden? Geht das? Nein, ich habe natürlich total korrekt reagiert. Habe gesagt, ja, es stimmt, die Scorpions kamen aus Deutschland, aber... Es waren auch nicht alle deutschen Scorpions. Also bei mir in der Familie gab es zum Beispiel gar keine Scorpions. Im Gegenteil, mein Vater hat sogar Nachbarn bei uns im Keller vor den Scorpions versteckt. Und ein Mädchen hat dann da so ein Tagebuch geschrieben. Das war eine schlimme Zeit. Stimmt. Nein, ich wollte mal alles richtig machen. Ich habe extra vorher gelesen, was man in Thailand nicht machen soll. Und da stand, starren Sie keinen Thailänder an, fassen Sie keinem Thailänder an den Kopf und vor allem ganz wichtig, deuten Sie nie mit dem Fuß auf einen Thailänder. Das war natürlich schwierig für uns. Nein, hat man ja oft in Deutschland, ja. Dass jemand sagt so, hallo, ich bin der Herr Schmidt und das ist meine Frau. Und natürlich die Kinder, Hans und Gudrun. Ja, das hat man oft. Nein, was ich eigentlich erzählen wollte, ich muss was sagen, ich bin jetzt mittlerweile auch schon Mitte 30 tatsächlich. Nein, total süß, kein Grund für Mitleid, ehrlich. Bin so froh, keine 20 mehr zu sein. Gott, 20, was für ein stressiges Alter. Wenn dich nachts um 3:30 noch Leute anrufen. Komm, wir ziehen noch mal los. Die Nacht ist noch jung. Ja, die Nacht vielleicht, aber ich nicht. Jetzt mal ehrlich, wenn mich nachts um 3:30 jemand anruft, da denke ich nicht mehr, juhu, wir gehen nochmal tanzen. Da denke ich, boah, Tante Ilse ist tot. Und mit 20 ist immer alles so wichtig, oder? Ich höre mal 20-Jährige, die dann sagen so, oh, ich muss diese Klausur schaffen, sonst kriege ich meinen Bachelor nicht. Dabei ist scheißegal, wann man seinen Bachelor macht. Wirklich. Die Welt braucht immer Taxifahrer. Muss ich mir zusammenreißen, wenn ich in Köln beim Taxiruf anrufe, weil ich immer Angst habe, dass ich mal aus Versehen sage, guten Tag, Barth hier, Aachener Straße. Wir bräuchten bitte einen ehemaligen Philosophiestudenten. Ah ne, Entschuldigung, Sportstudent, wir haben Gepäck. Ich bin total gern über 30, ehrlich. Gut, manche Dinge gehen nicht mehr, ja, muss man sich auch mal klar machen. Manche Dinge kann ich nicht mehr machen. H&M zum Beispiel geht nicht mehr. Weil mit Mitte 30 bei H&M, das geht nicht mehr. Ich war kürzlich mal wieder bei H&M, ich kam mir vor, als würde ich am Spielplatz hinter der Schaukel lauern. Komm! Ich habe junge Hunde im Auto. Fürchterlich. Und es gibt ganze Städte, aus denen ich mittlerweile irgendwie rausgewachsen bin. Berlin zum Beispiel, komme ich nicht mehr klar. Haben wir Berliner heute hier? Nein? Einer? Wo sitzt du? In Leipzig. Siehst du, da macht er mal Gedanken. Ich komme nicht mehr, man verhipstert da so schnell. Oder es ist so, ich bin immer kaum da, habe ich schon eine Clubmate am Mund. Und gehe zu einem veganen Brunch und fahre dann schnell immer wieder nach Hause, weil ich Angst habe, mir wächst noch eine Röhrenjeans ans Bein. Jeder zweite, du jetzt nicht, aber jeder zweite in Berlin hat jetzt auch so einen Flash-Tunnel, kennt ihr diese Ringe im Ohrläppchen? Also ich muss mich immer so zurückhalten, den Leuten keine Papierkügelchen durchs Ohr zu schnipsen. Freund von mir, Mitte 40, hat sich jetzt so einen Flash-Tunnel machen lassen. Und ich finde ja ganz geil, aber mit 40, ehrlich? Und er fragt mich auch gleich so, und Markus, wie findest du es? Und ich so, praktisch. Kannst in 10 Jahren dein Hörgerät einhängen.
Hat hier jemand einen Flashtunnel zufällig? Ja, ich finde die wirklich geil, ich würde es mir nie machen lassen. Ich hätte mal Angst, dass mir beim Schwimmen Delfine durchhüpfen. Ja was, bleibt einer hängen, hast du Greenpeace am Arsch. Nee, das ist nicht. Und die Leute beschweren sich immer, Berliner wären so unfreundlich. Leute, es ist viel schlimmer, wenn sie freundlich sind. Wirklich. Ich war da im Zoo und da war so ein total aufgedrehter Tierwärter am Tigergehege, der hat zu den Leuten so gesagt, so, ich hab heute für unsere Tier was gebastelt. Ich hab eine Röhre gebastelt. Da sind Fleischbrocken drin. Das werfe ich jetzt mal ins Gehege. Bin gespannt, was passiert. Und Leute, dann nimmt er diese Röhre, ja, und schmeißt sie ins Gehege. Und ich schwöre euch, die Blicke, die sich die Tiger dann zugeworfen haben, waren so, oh Gott, er hat schon wieder was gebastelt. Gehst du hin? Nee, ich habe hier gerade ein Sudoku angefangen. Das Schlimmste aber in Berlin finde ich, dass ständig irgendwelche Leute kommen und mir irgendwelchen Scheiß erzählen. Ich war jetzt gerade wieder da und in der Kneipe. Und da kommt ein Typ und erzählt mir, dass er jetzt beim Psychologen ist, weil er eine ganz spezielle Angst hat. Und zwar muss er beim Sex immer die Vorhänge zumachen, weil er Angst hat, dass ihm Giraffen durchs Fenster schauen. In Berlin. Und Leute, ich habe da lang drüber nachgedacht, ja? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn eine Giraffe aus dem Zoo ausbricht, durch die ganze Stadt läuft, bis zu meiner Wohnung, nur um mir beim Sex zuzuschauen, Leute, dann hat sie es echt verdient. Mal ehrlich. Ich würde mich extra anstrengen, nur für die Giraffe. Ah, ich bin schon gekommen. Egal, die Giraffe kommt noch, los! Meine größte Angst zum Schluss wäre ja wirklich, dass die Giraffe sich das 5 Minuten anguckt und dann sagt, oh Scheiße, hätte ich doch mein Sudoku weitergemacht. Danke, das war's von mir. Schönen Abend noch. Ciao. Markus Bartos! Markus Bartos! Markus Bartos! Sisi!